Juhu, hallo ihr Lieben, weiter geht es mit Swine HD Remaster Preview Let's Play. Und wir wollen jetzt aber wirklich mal mit all unseren Leuten hier, mit all unseren Panzern, die wir Hasen haben, reinfahren in die in diese Anstalt, in den Flughafen. Waren da eben mit dem Kommandeursfahrzeug schon mal checken, haben nur mal rum das Gelände großzügig gesäubert, müssen mutmaßlich, links zeigt die Minimap es an, hierhin vorfahren, dann werden irgendwelche Ereignisse ausgelöst und dann können wir vielleicht schon den Feind so langsam in die Knie zwingen. Wir schnappen uns wieder unser Kommandeursfahrzeug, fahren ein Stückchen vor, nehmen diesmal aber alle mit. Wir sollen wirklich nur hier ein bisschen stehen bleiben und Ausschau halten, dass wir nicht in eine Falle tappen. Genau. So ist es so weit und so gut. Dann nehmen wir die mit den Zugmaschinen das Wichtigste haben, was wir mit, nämlich das Reparatur. Nicht den Kraftstoffset, sondern der hier hat bereits den Munitionsanhänger, genau. Bitte einmal vorfahren und die Zugmaschine mit dem Reparaturanhänger mit. Fährt dann vor. Panzer nach vorne bitte. Artillerie nach vorne. Den lassen wir noch hier, den Kraftstoffanhänger. Und jetzt fahren wir mit einem Panzer rein. Auf geht's. Und wir fahren wie weit kann die Artillerie feuern? Das ist noch nicht weit genug. Wir nehmen alle mit. Wir nehmen auch die Artillerie. Wir nehmen einen Spähpanzer noch hinter den leichten Panzer mit. Genau, so machen wir das. Den Spähpanzer hier hinter. Als nächstes soll gleich bitte reinfahren. Die Artillerie. Wir machen einen Gänsemarsch hier. Da kommt die eine Zugmaschine. Und die andere Zugmaschine. Der Spähpanzer deckt den Rückzug und der leichte Panzer deckt den Rückzug. Lassen wir aber nebeneinander hier stehen. Jetzt geht's mit dem Kommandeurfahrzeug schon mal rein, bis hierhin. Hier die beiden bitte hinterher. Da kommt die Artillerie. Artillerie hierhin. Scheint zu funktionieren. Dann die beiden Zugmaschinen. Und die beiden, die den Rückzug gedeckt haben, können jetzt auch mit rein. So, die stehen alle eng beieinander, das ist soweit okay. Was ich jetzt noch mache, ist, dass wir uns das Kommando, dass wir eine der beiden Zugmaschinen uns schnappen. Und zwar die, die nicht so wichtig ist für die andere, nämlich die, die am Munitionsanhänger dran klebt. Und der fährt zurück mit dem Kommandeurswagen. Und holt den Kerosinanhänger noch ab. Leise bitte. Bin auf dem Weg. Was war hier? Schaut mal. War das hier ein Riesen? Ist hier das Riesenskelett einer vorzeitlichen Riesenechse? Wer weiß. Hey, Dinge bitte mitnehmen.
und zurück. Jetzt das ist der Kerosinanhänger, genau. Den entkoppeln wir mal und ich nehme wieder den Munitionsanhänger mit. Schnell etwas nachfüllen. Das Fahrzeug nach vorne. Hier müssen wir laut Minikarte hin, in die Mitte. Hier müssen wir hin. Genau, der gelbe Punkt verschwindet. Wir sind schon da, wo wir hin mussten. Alles gut. Was war gerade los? Wer feuert da? Feuern wir? Nein, ne? Mist, irgendjemand feuert auf das Flugzeug. Wer ist das denn? Ist das hier, der hier? Auf den Weg. Ist das der Feind, der auf das Flugzeug schießt? Feuert der hier auf unser eigenes Flugzeug? Schaut mal. Ja, warum denn? Schon auf den Weg. Sind das Feindflugzeuge? Nein. Wahrscheinlich habe ich versehentlich einen Rechtsklick auf den gemacht. Es war gar keine Absicht. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Was ist unser nächstes Ziel? Ich fahre mit dem Kommandeursfahrzeug einfach den ganzen Flughafen ab. Jawohl. Bin auf dem Weg. Vortrefflicher Plan. Also, ja. Bin auf dem Weg. Befehl wird ausgeführt. Hoppla. Stillhalten! Das sind nochmal feine Scheibenkleister. Und wie viele? Oh, sind das viele. Hier zurück und jetzt müssen wir als allererstes unsere Artillerie natürlich aufstellen. Und die steht verkehrt rum. Das heißt, die Artillerie schicken wir hier hin. Den Sperrpanzer schicken wir hier hin. Den leichten Panzer dorthin. Ah, die stehen alle ganz, ganz mau. So, und die Artillerie jetzt ausfahren. Der Sperrpanzer kann da stehen bleiben. Die Zugmaschinen einfach nach hinten in Deckung. Mit dem leichten Panzer hierhin. Jetzt können wir auch wieder auf Feuer frei mit allen stellen. Das ist der Munitionsanhänger, der sollte ein bisschen weiter nach vorne. Er muss nach vorne fahren. Und die nach hinten. Wir müssen uns überlegen, die Artillerie feuern wir mal auf das Ziel hier. Auf alle, überhaupt alle bitte auf das Ziel hier drauf feuern. Das sollte klappen. Kommt her, ihr Trüffelnasen!
Ja, das hat doch schon mal geklappt. Oh, es läuft weiter. Reparaturwagen, eins nach vorne. Ich werde angegriffen, sehe aber keinen Gegner. Bitte um neue Befehle. Munitionswagen nach vorne. Wird anfliegen wie ein zweiter Käfer. Der repariert und repariert den, ja? Jetzt kann er wieder kämpfen. Tut mir leid, aber das ist mein Job. Das war knapp, hat aber geklappt. Ich bin angegriffen, sehe aber niemanden. Neue Befehle, bitte. Wir haben keinen verloren. Kommandeursfahrzeug, bitte mal nach vorne ziehen. Ich vermute, hier ist irgendwo noch eine feindliche Artillerie. Ich sehe den Angreifer nicht. Wir müssen nur aufdecken. Ihr seid ganz schön frech, ihr Ferkel. Jetzt bist du fällig. Ah, da hinten ist eine Artillerie. Wir müssen den... Wir ziehen den wieder zurück. Gleich seid ihr erledigt. Ich bin bereit. Wir stehen unter Beschuss. Eichliges Donnerwetter. Der muss dringend repariert werden. Ich kann nicht hin, wird er angreifen. Was? Und das Fahrzeug nach vorne. Wen haben wir denn hier? Ich stopp mal kurz. Das ist ein Panzer. Das ist ein Kommandeursfahrzeug. Das ist die Artillerie. Und der hat sich eingegraben. Da, dann können wir uns hier hinten nicht verschanzen. Dann müssen wir zurück. Hier in der Nähe bleiben. Genau, jetzt kann unser Artilleriebrief da hinten feuern. Der sieht den aber auch. Warum sieht er den? Wir müssen unserer Artillerie den Befehl geben, dass die lassen wir unsere Meinung verstärken. Ach, kommt nicht an die Artillerie hin. Dann machen wir erstmal den Panzer fertig. Kommt er so weit? Ich wick mal ein wenig Blei durch die Gegend. Lang lebe der General! Auf dem Weg zum Weg fehlen wir jemanden an den Erkundungssee. Ich glaube, wir machen mal was anderes. Wir lassen unsere Artillerie mal das Kommandeursfahrzeug angreifen des Feindes. Denn das ist dasjenige, was überhaupt dazu führt, dass die anderen auf uns feuern können. Weil das die Reichweite bringt. Aber der ist gleich fertig. Erstmal zurück und einmal heilen, bitte. Ich fahre mal den äußersten Rand, dass der wirklich nur den sehen kann. So, den vernichtet, klasse. Und jetzt können wir mit dem Rest auch losfahren.
Und die schnappen. Ich ziehe nur eins nach vorne. Jetzt müsste der eigentlich auf das Kommandeursfahrzeug schießen. Nein. Wieder zurück und wir holen mal alle unsere Leute ab. Und fahren da selber mal hin. Und sagen denen bitte mitfahren. Reparieren bitte. Aufmunitionieren. Und jetzt schnappen wir uns unseren... Genau, wir machen das so. Wir schnappen uns unseren Panzer, fahren mit dem ganz dicht an die Artillerie hin und mit unter alle Sperrpanzer. Die habe ich mal durch Nummern losgeschickt. Aus dir mache ich mir Pelz schon. Und der bleibt hier hinten. Gleich gibt's Schweine. Die setzen wir direkt neben die Artillerie. Ach, das ist noch. Genau, das ist nur ein Kommandeursfahrzeug. Bist du mit? Und wir sagen. Du machst es nicht. Artillerie. Die Schweine werden gleich reihenweise umfallen. Schicken wir nach vorne ein Stückchen. Die bitte zusammen auf die Artillerie feuern. Der Flugplatz ist jetzt auf den Kollegen in der Mitte schießen. Ja. Sehr schön. Auf geht's. Wir haben noch alle. Ja, ja, ich mach ja schon. Sieht ganz nett aus da. Jetzt müssen wir reparieren natürlich und nachmunitionieren. Das ist der Reparierer. Wird nachmunitioniert. Und dem Zugfahrzeug, sage ich mal, nutz mal die Gelegenheit und hol jetzt mal endlich das Teil hier ab. Was soll ich abschleppen? Weiter munitionieren. Und reparieren. Nochmal auftanken, wenn ich bitten dürfte. Den haben wir vergessen, der zieht mal nach. Ich gehe mal in höherer Geschwindigkeit, damit es hier fixer geht. So, was nun? Die sind alle beisammen. Haben wir den Flughafen eingenommen mittlerweile? Ich weiß nicht. Wir haben immer noch nicht alles abgesucht. Ich schnapp mir mal das Kommandeursfahrzeug und wir fahren auch nochmal nach unten rechts lang. Schau mal, ob hier eventuell noch ein Feind auf dem Flughafen ist. Danach sieht es aber nicht aus. Ich schaue mich dort mal um. Ob uns so gut in die Hand ziehen. Nö, das sieht ja ganz okay aus. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir nochmal in die Missionsbeschreibung reingucken. Flugplatz zurückerobern, das haben wir gemacht. Wir müssen das Kerosin auf den Flughafen bringen. Und das ist irgendwo in der Nähe versteckt. Vielleicht haben wir das noch nicht aufgedeckt. Anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären. Und das würde bedeuten, dass wir jetzt doch nochmal mit dem Kommandeursfahrzeug alles absuchen müssen.
Das hört sich heftig, ist aber so. Ich tanke das mal frisch auf. Und dann gehen wir mal suchen. Das muss ja irgendwo sein. Hinten kann man auch raus, ne? Genau. Nee, da kommen wir nicht durch. Hier ist eine Barriere. Ach, dann fahren wir unten lang. Hier ist ja offen. Wahrscheinlich doch hier oben, ne? Links oben in dem Bereich. Weil da wollen wir schon mal gucken. Da scheint hier irgendwas zu sein. Und zwar war das hier in der Gegend, ne? Sieht es hier irgendwo nach Kerosinlager aus? Vielleicht ist das das Kerosin. Wir schnappen mal unsere Fahrzeuge und folgen dem in die Ecke. Der hat einen Reparaturanhänger, das ist soweit so gut. Die andere Zugmaschine. Da nehmen wir nicht den Kraftstoff mit, sondern die Munition. Der ziehen wir mal mit den anderen runter. Sperrpanzer vorne weg, bitte. Ja, ja, ich mach ja schon. Ich liebe Stellungswechsel. Das war mit den Tastaturkommandos von hier oben gemacht, die ich zugewiesen hatte. Da ziehen die jetzt alle runter. Wir halten immer schön weiter Ausschau. Aber auch bitte. Ihr alle. Ganz bestimmt. Auf zur nächsten Stellung. Ich bin bereit. Auf den Weg. Ich bin dein Ohr. Was liegt an uns? Heile. Und jetzt? Es gibt wieder Kilometer Geld. Ich werde mal so weit. Halten wir halt aufs Ziel zu. Ach, schaut mal. Moment mal. Kraftstoffanhänger, Munitionanhänger. Kann es sein, dass wir mittlerweile mehr Zugmaschinen haben, weil die beiden, die hier standen, die haben wir erobert. Die können wir mittlerweile auch benutzen. Das ist ja cool, dann nutzen wir das sofort. Das heißt, mit dem können wir den hier mitnehmen. Klasse. Und mit dem können wir den da mitnehmen. Weil ich mich gerade frage, vielleicht ist das noch viel simpler. Vielleicht können wir einfach mit dem Kraftstoffanhänger hier das Flugzeug betanken und das dann direkt einsetzen, auch die Helikopter hier. Vielleicht funktioniert das ja so rum. Ich schaue mit denen ja mal in die Nähe. Mal schauen. Per Rechtsklick drauf, das klappt schon mal nicht. Genau. Dann fahren wir mit dem mal hier hinten lang. Zu den beiden Helikoptern. Geht das? Kraftstoffanhänger, Rechtsklick, das klappt nicht. Nee, können wir nicht. Und die anklicken, die besitzen wir auch noch nicht. Dann fahre ich mit dir wieder raus. Das Gas mit der Spielgeschwindigkeit. Geh auf doppelte Geschwindigkeit. Haben wir irgendeinen Anhänger zurückgelassen? Nein, wir haben alle Anhänger. Wir haben 4 Zugmaschinen. Das sollte ja wirklich reichen. Wir ziehen hier oben hin. Jetzt klappt das auch mit dem gleichzeitigen Fahren aller Einheiten besser.
Vorher war das ja bisweilen ein bisschen schwierig, weil die dann kleben blieben. So ist gut. Wir haben einen Kraftstoffanhänger. Und bitte weiterfahren mit allen. Haben wir das Kommandeursfahrzeug auch betankt? Ja. So, jetzt fahren wir mit allen in normaler Geschwindigkeit wieder weiter hier hoch. Fahren aber mit dem Kommandeur, der ist ja auch vorne, mit dem geht es am schnellsten. Und ich wette, der kann auch wieder Feinde anlocken. Ja, da ist schon einer. Das ist ein Kommandeursfahrzeug. Das kann weit feuern. Wir ziehen die Artillerie hier hin. Ein Sperrpanzer hier hin. Ein leichter Panzer neben ihm. Ein leichter Panzer hier hin. Ein Sperrpanzer zur Flanke dorthin. Zugmaschine. Zugmaschine. Am wichtigsten ist jetzt erstmal der Munitionsanhänger. Der kommt hier hin. Oder dahin. Das ist der Kraftstoffanhänger, der ist am zweitwichtigsten. Das ist der Reparaturanhänger, der kommt hier hin. Das sind die beiden leeren. Das ist die eine leere Zugmaschine, die wir haben. Und das ist die hier mit dem Kraftstoff. Eingraben, Stelzen ausfahren. Ja, verstanden. Ihr seid ganz sicher hier, Ferkel. Nein, jetzt feuert die Artillerie automatisch. Den stelle ich ein bisschen weiter nach vorne hier. Ich habe eine weitere Anweisung. Bereite mich auf den Marsch vor. Und los, auf den Weg. Dort ist es bestimmt noch viel schöner als hier. Munitionsanhänger bitte nachfüllen. Doppelte Schwingelgeschwindigkeit, bis der Bleisarg dieses Kommandeursfahrzeug vernichtet wurde. Mit dem Kommandeursfahrzeug wieder schauen, mit dem eigenen, bei normaler Spielgeschwindigkeit. Was wir hier so alles aufdecken. Was ist das hier zum Beispiel? Einfach nur eine Hütte, okay. Achtung, da sind wieder Fahrzeuge. Es ist ein Panzer und noch ein Panzer. Mal gucken, ob wir die angelockt bekommen. Da sind gleich drei Panzer und eine Artillerie. Aber die haben das Kommandeursfahrzeug nicht mehr, das Ding Sichtweite verschafft hat. Wir können mit der Artillerie nicht ganz weit genug feuern. Immer folgendes, dann sagen wir den beiden Panzern ausgraben nochmal. Dann fahren mit allen einfach ein kleines Stückchen vor. Und dem hier geben wir den Befehl, erstmal nicht automatisch feuern. Checken wir aber jetzt dessen Reichweite. Die reicht nicht ganz aus. Noch ein bisschen nach vorne. Noch ein bisschen in die Richtung. Jetzt kann er alle drei erreichen. Noch ein Ticken. So ist gut. Jetzt ziehen wir die anderen vor, um den zu bewachen. Einer kommt dorthin. Einer hier hin. Die bilden die Flanken an der Seite. Liebe Stellungswechsel.
jetzt? Das ist der Reparatur, das ist der mit der Munition. Der mit der Munition kommt direkt in die Mitte. Ihm sagen wir, grab dich ein. Der soll sich eingraben. Er soll die Stelzen ausfahren. Das ist der Wichtige für die Reparatur, das ist der für den Kraftstoff, das ist einfach nur so eine Zugmaschine. Und jetzt können wir mit dem Kommandeurswort, jetzt müssen wir eigentlich nur der Artillerie den Befehl geben, Feuer frei. Das könnte eigentlich schon reichen. Jetzt Feuer frei. Wohin feuert er jetzt? Auf den da hinten, auf die feindliche Artillerie. Das ist clever. Und die Panzer wiederum, die fahren nach vorne, um rauszukriegen, was das Problem war. Und jetzt haben wir unseren Kommandeursfahrzeug abgeschossen, weggezogen, sodass nur der gesehen werden kann. Ich kann nicht sehen, wer da angreift. So ist eigentlich okay. Der kann von vorne nicht erwischt werden. Wird aber doch erwischt. Wir stehen unter Beschuss. Wahrscheinlich, weil der kurz... Ich weiß nicht, warum. Der sollte aber gleich rauchen. Ich bin bereit. Soll ich mal bitte ausbuddeln und nachhelfen? Das sollte klappen. Dann wollen wir mal. Ah, das ist die Artillerie, die von oben feuert. Alles klar. Ja, das ist aber nicht so schlimm. Wir... Das ist das Kommandeursfahrzeug hier. Die Artillerie konnte auf den feuern. Wieso hat die Artillerie Sichtweite? Ausgraben. Wir stehen unter Beschuss. Ausgraben, zurückziehen. Die Artillerie feuert wahrscheinlich. Jetzt schießt die wieder. Ja, dann müssen wir mit dem Kommandeursfahrzeug vorfahren. Und wieder ein Ziel für die Artillerie freischalten. Und der Artillerie geben wir den Befehl, hier hinten drauf feuern. Oh, jetzt erwischt das Kommandeursfahrzeug. Das war noch nicht so schlimm. Und nachmunitionieren hier. Der hat nur noch die Hälfte etwa. Ich gehe sogar mal mit der Geschwindigkeit hoch. Dann stoppen wir und er fährt bitte schön zurück und repariert sich erstmal. Ich sieh dir einen Abfluss in den Darm. Ich bin auf dem Weg. Ich kann nicht sehen, wer da angreift. Jetzt fahren wir wieder vor. Wir stehen unter Beschuss. Ihr seid ganz frech, ihr Ferkel. Und es geht weiter auf die Artillerie. Und die anderen packen wir aber schon mal den Dreierpanzer. Und den ziehen wir vor und der Viererpanzer. Genau. Er feuert in Ruhe auf den da hinten. Den geben wir mal den Befehl. Hilf mal ein bisschen nach, bitte. Das ist der Kraftstoffanhänger. Da haben wir ihn. Um den geht es die ganze Zeit. Wir haben ihn entdeckt. Mit dem Panzer fahre ich ein bisschen... Auf zum Angriff. Eingraben.
Das sollte klappen. Put. Ihn schicken wir schon mal zum Reparieren zurück. Jetzt haben wir es geschafft. Erst nochmal zurück. Die Reparaturmaschine nach vorne. Mit der Geschwindigkeit hoch und sagt bitte erstmal reparieren allen. So, Reparaturen haben wir jetzt geschafft. Hoppla, was war denn das gerade? Ach, schaut mal, der Reparaturanhänger ist kaputt gegangen, weil der hatte nur ein begrenztes Limit. Das wusste ich gar nicht und das ist jetzt erschöpft. Wir können also nicht unbegrenzt reparieren. Wieder was dazugelernt. Okay, jetzt holen wir erstmal mit dieser Zugmaschine, ist egal mit welcher, mit der Zugmaschine, fahren wir vor und holen den Kraftstoffanhänger ab. Da ist er. Das ist ja unser Ziel in der Mission, den zu bergen. Das müssen wir, glaube ich, nur alle Welt rüberbringen auf den Flugplatz und das war's dann. Stützen einfahren. Genau. Und bitte mit allen Mann, ich gebe mal Vollgas hier rein. Zurückfahren. Wir müssten eigentlich auch hier direkt durchpreschen können, oder? Ich schau mal, ob ich mit dem leichten Panzer das hier kaputt machen kann, dass wir hier so durchfahren können. Nee, sieht nicht danach aus. Hoppla! Das war gar keine Absicht. Entschuldig bitte. Ich warte auf eine Aufgabe. Alle hier lang, bitte. Damit es sich hier nicht staut, schicke ich die schnell einzeln rein. Ja, Ziel erreicht, Karte gesäubert, Basis zurückerobert, den Flugplatz und jetzt fährt auch der Kraftstoffanhänger rein. Haben wir geschafft. Mission war erfolgreich, dritte Mission der Hassenkampagne gepackt. Und das ist unser Abschlussbildschirm. Wenn Schweine fliegen könnten, so hieß diese Mission, hat eine ganze Weile gedauert. 22 Einheiten vernichtet, keine verloren, viel geschossen. Aktion Aufgehender Mond wurde erfolgreich ausgeführt. Ein großer Teil der 2. Division der Schweine wurde vernichtet. Die restlichen Kräfte haben sich zurückgezogen. Unsere Hauptstadt wurde von dem Druck der Armeen Eisenhowers befreit. Sehr schön. Habt ihr eventuell Lust, mit mir noch eine Mission zu spielen? Ja, machen wir aber erst in der nächsten Folge. Jetzt noch nicht. Diese hatte ja gerade etwas Überlänge. Liebe Grüße, bis dann, euer WB.